Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Die Nachwuchsregisseurin Janina Filsmeier dreht derzeit im Montafon. Wir begrüßen im Studio Elise Eiler vom Rot-Weiß-Rankweil-Meisterteam. Und natürlich gibt es auch heute die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Die Tochter vom Filmemacher Josef Filsmeier dreht derzeit ihren Film im Montafon. Und unsere Kollegen von Montafon TV waren bei den Dreharbeiten mit dabei. Die deutsche Nachwuchsregisseurin Janina Filsmeier drehte Mitte Mai im Montafon ihren Abschlussfilm der Londoner Film School. Nach ihrem vielbeachteten Debüt Skin hat sich die Tochter des großen Josef Filsmeier bewusst für eine Geschichte im Montafon entschieden. Denn während dem Dreh zu Schlafes Bruder ist die mittlerweile 26-jährige Inga Schurn zur Schule gegangen und hat damals Landschaft und Menschen ins Herz geschlossen. Ohne vorab zu viel zu verraten, es handelt sich um eine wahre Begebenheit und über die Geschichte wird heute noch im Tal gesprochen. Hauptdarsteller bei der Produktion ist der Tiroler Schauspieler Martin Walch, bekannt aus Fernsehproduktionen wie Tatort, Soko Kitzbühel oder Rosenheim Cops. Ja, wunderbar, also ganz großartig. Sie hat ja, die ist auf der London Film School, wie es so schön heißt, und die machte ihren Abschlussfilm. Und die macht das erstaunlich gut. Also hat sie wahrscheinlich die Gene vom Vater geerbt, würde ich mal sagen. Ne? Von 15 verschiedenen Sprechrollen wurden allerdings nur 3 mit Profis besetzt, alle anderen mit heimischen Laienschauspielern. Der 54-Jährige war von der Leistung der Montafoner völlig überzeugt. Das sind keine Laien, das sind Profis. Also mit jedem war es eine reine Freude. Also wir haben viele Schauspieler von der Latschauer Heimatbühne und dann von den Schonsern auch. Und jeder Einzelne war mit riesigem Engagement dabei und es war ein Traum, mit den Kollegen da arbeiten zu dürfen. Trotzdem es sich erst um ihren Abschlussfilm handelt, weiß Janina Filsmeier genau, was sie will. Da, du, der Herr, das ist der Schubkarre da oben raus. Das ist da hin. Ich sag euch guten Morgen. Und du gehst auf sie zu und setzt dich ja hin. Die Mutter von Martin Walch spielt die Gaschurnerin Resi Schöpf. Ihr Schauspieldebüt machte der 85-Jährigen richtig Spaß. Das ist ganz super gewesen. Janina Filsmeier war vom Talent der betagten Dame begeistert. Cut! Das war perfekt. Vogelskebi stellte seinen Ziegenstall oberhalb von Gaschurn als Location zur Verfügung und übernahm eine kleine Rolle im ortsansässigen Lebensmittelgeschäft. Dass das Montafoner Original nicht früher schon in einem Film mitgespielt hat, ist eigentlich verwunderlich. So viel zu Janina Filsmeier und ihrem derzeitigen Filmprojekt und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Newsblock. Im Anschluss daran begrüßt mein Kollege Marc Gächter hier im Studio Elise Eiler vom Rot-Weiß-Rankweil-Meisterteam. Aus für Korridorvignette. Mit der Verkehrsfreigabe der zweiten Pfändertunnelröhre auf der Rheintalautobahn am 4. Juli 2013 läuft nach fast 5 Jahren auch die Korridorvignette für den Großraum Bregenz aus. Danach müssen Autofahrer für das 23 Kilometer lange Autobahnstück auf die 10-Tages-, 2-Monats- oder auf die Jahresvignette umsteigen oder wie von den betroffenen Gemeinden befürchtet wieder auf das niederrangige Straßennetz ausweichen. Und Umsatzsteigerung bei Vorarlberg Milch. Das Traditionsunternehmen Vorarlberg Milch konnte im vergangenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,3% verzeichnen. Der Gewinn belief sich auf 206.000 Euro, wie am Donnerstag in einer Bilanzpressekonferenz bekannt gegeben wurde. Geschäftsführer Raimund Wachter begründete dies mit einer höheren Nachfrage an Ländle-Milchprodukten. Ich denke, wir haben eine ganz klare Produktdeklaration. Die Herkunft ist bei uns schon über Jahre ganz klar deklariert, 100% Vorarlberg. Bei der Ländle-Milch weiters hochwertige Rezepturen, wie aktuell unsere neue Fruchtjoghurt-Rezepturen mit weniger Zucker. Und natürlich, dass die Vorarlberg-Milch immer schon für die Vorarlberger Konsumenten da war. Bei uns geht es weiter mit einem ganz spannenden Studiogast. Bei uns jetzt eine Frau, die Fußball spielt, Elise Eiler. Hallo, servus. Hallo. Elise, du bist am Samstag zu Gast beim Fußballtalk. Schon vorab danke für dein Kommen am Samstag. Was hast du selber für Erwartungen? Jetzt erst einmal danke für die Einladung auch. Erwartung habe ich jetzt eigentlich selber nicht so brutal mir jetzt Gedanken gemacht. Ich bin einfach schon gespannt, wie es wird.
Natürlich schön, dass eine Frau dabei ist oder Mottle, wie auch immer, eine Dame. Und ja, nein, es wird sehr spannend, zum mit der Marcel Bühl und mit der ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ramazan Özcan, stimmt das so? Ja, Özcan, glaube ich, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, ja, dass ich die alle nochmal. Der Marcel kenne ich ja schon, aber dass ich den Özcan kennenlerne und mal mit denen über Fußball reden kann. Wird sicher eine spannende Sache. Ja. Generell Fußball, du hast es eben angesprochen, Rot-Weiß-Rangquell, dein Verein. Ihr seid ja relativ gut unterwegs. Ja, mal, passt alles super bis jetzt. Beim Derby tun wir uns einmal noch ein bisschen schwer, aber sonst haben wir bis jetzt alles gewonnen in der Rückrunde. Und ja, wenn wir jetzt am Sonntag gewinnen, sind wir Meister. Oder ja, Fixmeister. Also ein Sieg fehlt uns noch zum Meistertitel. Ist es gleich verbunden auch mit dem Aufstieg dann? Oder gibt es da Relegationsspiele? Ja, leider ist es nicht verbunden mit dem Aufstieg, was ich natürlich sehr schade finde, weil da spielst du eine gute Saison und dann bist du nicht fix in der Bundesliga. Aber gegen Sturm Graz, wahrscheinlich müsste man die spielen. Also am Juni, 8. auswärts, 15. heim. Und ja, natürlich, also wir haben uns natürlich schon informiert, wie die so sind. Sie haben, glaube ich, 2 bis 3 Nationalteamspielerinnen, also A-Teamspielerinnen, aber Angst haben wir keine und wir haben gehört, das sei machbar. Also machbar, der Aufstieg in die Bundesliga, wahrscheinlich auch bei euch das große Ziel? Ja, auf jeden Fall. Also mein persönliches Ziel war sowieso Bundesliga schon lang und jetzt ist für die Mannschaft auch eindeutiges Ziel Bundesliga. Dann wünschen wir euch viel Glück, mehr zu deiner Person und zu deiner Meinung vom Finale in der Champions League gibt es dann am Samstag beim Fußballtalk. Ja, danke schon mal, dass du jetzt den Weg zu uns gefunden hast. Dankeschön auch und bis Samstag. Soweit also Elis Eiler von Rot-Weiß-Rangweil und bei uns geht es spannend weiter mit aktuellen Sportnews. Gute Nachrichten für den FC Lustenau. Der Club ist offenbar gerettet. Wie der Kreditschutzverband von 1870 am Donnerstag bekannt gab, haben die Gläubiger dem vorgelegten Sanierungsplan des Fußballclubs zugestimmt. Die Gläubiger sollen demnach eine Quote von 20% erhalten. Und Vertragsverlängerungen beim Alpla HC Harz. Michael Jochum, Thomas Weber und René Rigas verlängern ihre Verträge bei den Roten Teufeln um jeweils 2 weitere Jahre. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen gibt es jetzt. Polizei in Bayern beendet Vorarlberger Familiendrama. Fahndung nach offenbar suizidgefährdetem kleinen Walsertaler, der seine 7-jährige Tochter bei sich hatte, endete glücklich. Die Vorarlberger Armutskonferenz schlägt Alarm. Schon beinahe jeder 7. Haushalt ist armutsgefährdet. Und Zeit- und Budgetrahmen wurden eingehalten. Pfändertunnel ab 4. Juli 4-spurig. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad. Der Wind weht mit 5 km/h aus Südwest. Am Freitagmorgen sind ein paar Schneeflocken bis in Mittelgebirgslagen oder sogar höhere Tallagen um 700 bis 1000 Meter wahrscheinlich. Darunter gibt es Schneeregen. Bis Mittag bleibt es meist noch trüb, am Nachmittag kann es dann von der Bodenseeregion ausgehend aufreißen und die Sonne kommt zum Vorschein. Es bleibt aber viel zu kalt für diese Jahreszeit. Tiefstwerte am Freitag minus 2 bis 3 Grad, Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Nach einem frostigen Morgen startet der Samstag mit kompakten Wolkenfeldern in den Tag. Die Sonne kommt nur gedämpft zum Vorschein bei Temperaturen von 4 bis 11 Grad. Am Sonntag ist es wieder stark bewölkt bis bedeckt und es regnet. Und am Montag regnet es ebenfalls bei Temperaturen von 7 bis 13 Grad.